So, okay, ich würde sagen, wir testen das Ganze mal nochmal. Also zum ersten Mal, besser gesagt. Ich setze jetzt einfach mal um auf STA. Ich weiß es nicht, ob das eine Geldverschwendung ist oder wahrscheinlich ist. Oh Gott, es ergibt ja gar nichts. Ah, shit. Warte mal, es wird hier. Also ich bin ein bisschen verwundert, weil es ist hier, es gibt hier Dungeons, also es gibt generell erstmal diesen Guide. Aber in diesem Guide wird der Evilest Dungeon zum Beispiel gar nicht erwähnt. Also es wird das geraten, was der letztens im Chat gesagt hat. Aber der Evilest Dungeon wird einfach gar nicht erwähnt. Das heißt, ich habe keine Ahnung, ob das Ganze wirklich Sinn macht oder nicht. Das ist, glaube ich, echt ein bisschen. Ich glaube, was ich gerade mache, ist echt krasse Verschwendung, aber wir werden es sehen. Magic Power, nee. PvE Damage ist gut. Ja, Block, Attack, alles rein damit. Attack, Death, okay. Gut, 18 KP. Ich würde sagen, probieren wir es mal. Muss ich irgendwas einstellen? Nee, muss ich nicht einstellen. Okay. Bin ich jetzt... Ist es Solo Mode? Woher weiß ich jetzt, ob das Solo Mode ist oder nicht? Create Gasoline. Also ich hoffe, ich bin zum Solo Mode drin. Genau, also ich weiß es nicht, wir werden es gleich rausfinden, glaube ich, damit nämlich das Ding umhaut. Aber. Ja, bisher schaut es eigentlich ganz easy aus. Ich werde es so bereuen. Ah ja, okay, bisher ist aber echt easy. 20k, warte mal, warum mache ich jetzt 20k? Hä, warum habe ich 3,8k Attack, wenn ich... Ach, wegen den Buffs? Warte mal, ist das nur wegen den Buffs? Oha. Okay, das ist heftig, habe ich jetzt nicht erwartet. Oh shit. Ich glaube, wir kriegen hier ein Food-Problem. Shit. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass es so endet. Fuck, ans Food habe ich überhaupt nicht gedacht. Shit. Also gut, wir können ja auch generell dann AOE weiter leveln. Das, glaube ich, macht ja auch Sinn. Uff, okay. Also der Damage ist nicht das Problem, aber... alles andere ist dafür ein Problem. Das wird lustig. Das wird echt lustig. Okay, also es ist um einiges härter, als ich dachte. Wobei wir halt einfach wahrscheinlich das mit dem Food ein bisschen verkackt haben. Wie lange halten die Buffs denn? Über eine Stunde, Leute, okay. Das heißt, du bist der Nächste, genau. Wir werden, glaube ich, hier leiden. Aber richtig ordentlich. Shit, ey. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Exploration, okay. Generell, die Exploration Achievements finde ich mir auch cool. Ah, shit. Sekunde. Fuck. Ja, ich habe das, glaube ich, komplett verkackt. Pankrilbox. Haben wir hier nicht irgendein krasses Food oder so? Gar nichts? Ah, shit, 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 shit. Also ja, wir überleben es halt schon irgendwie, aber es wird halt echt ein bisschen kritisch. Collecten könnte vielleicht auch noch Sinn machen, oder? Wollen wir reden über mich? Nee. Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung, wie wir über den gerade reden.
Ich glaube nicht, dass die über mich reden. Ah, oh, die Gildenwaffe ist natürlich schon geil. Der haut gut rein. Alter, der Damage einfach ist komplett sick einfach. Geldtropfen bei der Y übrigens auch ganz nett. Also wir sind bestimmt nicht reich, aber schon ganz nett eigentlich. So, letzte Mid-Boss. Mit den Tränken muss ich mal schauen, ob ich irgendwie kaufen kann oder so. Wäre natürlich jetzt schon ganz nett. Ich fürchte fast eher nicht so. Accessory Mystical Shroom Dungeon Minibosse. Weapon Crafting. Puh. Das wird nochmal lustig. Also generell die besten Waffen kann man, oder besten Waffensätze kann man nur craften dann. Was dann eben auch nochmal eine lustige Sache wird. Also zum Beispiel bei den Setpieces kann man die nur craften. Die normalen kann man eben ganz normal farmen und so, ist klar. Weapons normal kriegt man durch Giants, wie immer. Shadowwear und Crafting. Die Weapon Mystical kriegt man durch Crafting, LG 105, Master 75 und so weiter. Savage Wilds und Mother slash Vater Shroom, was auch immer das für ein Ding ist. Okay, das glaube ich wird jetzt ein. Ich glaube, das wird jetzt ein Blutbad einfach. Ich hoffe, das macht. Warte mal, soll mein Ding aktivieren? Wir können halt eh nicht hochfuden, das ist das Problem. Das ist die große Problematik, glaube ich. Ah ja, warte mal, das geht eigentlich. Okay, das macht weniger als gedacht. Ist das wegen unserer Death-Rate? Was haben wir gerade für einen Debuff da bekommen? Attack Speed minus, oh nee. Also gut, ich meine, so kann man das Ding natürlich schon farmen. Das geht klar eigentlich. Wir bräuchten noch Pillen und so weiter. Das wäre, oh Gott, was ist denn nur für eine? Dann glaube ich, wäre es nochmal einiges angenehmer. Aber so geht es eigentlich schon auch ganz gut klar. Stell dir vor, du hast einfach irgendwie so einen perfekten Knuckle irgendwie mit. Oh Gott, das macht mehr Schaden. Oder? War es vorhin nur kein Crit? Oh nee, hör auf. Hör auf, komische Dinge zu spawnen. Meine Güte, das wird aber ein bisschen knapp, glaube ich, mit den Tränken. Ah, 5k Crit. Oh, 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 oh. Haben wir keine Blockrate oder so? Wir haben 24% Mini-Block. Ah, wir haben gerade geblockt, okay. 5k Hit? Wait, das war nicht ausgemacht. Kannst du bitte weniger Schaden machen? Oh ne, jetzt gibt wieder so ein anderes Mistvieh. Nein, kein Food mehr. Oh Gott, ich glaube, wir überleben es nicht, oder? Nein, bitte jetzt nicht am Ende scheitern. Nein, 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 komm bitte, Block. Block. Nein, er krittet halt im letzten Ding nochmal rein. Och nee. Och nee. Wie close war das bitte? Oh nee, jetzt habe ich auch keine Buffs mehr. Ach, so eine Kacke. Ach, ist das Mist. Warte mal, kann ich da mal reingehen und eigentlich die Buffs, die sind das eine, aber wir brauchen einfach Food. Das ist gerade das Problem. Okay, das gestaltet sich um einiges schwieriger als gedacht. Crafting.
Nee, ich will irgendwie irgendeinen Heilungstrank oder so. Gibt's hier sowas? Warte mal, Power's Pills. So eine Art? Oh Gott. Wie soll ich denn da bitte rankommen? Uff. Ja, keine Ahnung. Blue Sand, wo krieg ich denn Blue Sand? Ach, kann man kaufen? Jetzt warte mal, wir brauchen zwei davon, oder wie? Genau. Mixed Oil. Zwei. Wir kriegen nur, ach, wir kriegen 10 Stück, okay. Die graue Flasche, wie heißt das? White Powder? Holy shit. Fischbone. Und noch so komische Fische von Flares her. Okay. Ja, ich sehe schon, dass es für einige, glaube ich, und ich sehe jetzt oder ich verstehe schon, warum das vielleicht für einige Spieler jetzt nicht unbedingt ein Server sein wird. Ich kann es nachvollziehen, zumindest. In the Rivers of Flares. Nach was suche ich genau? Was ist das, was ich gerade suche? Was ist das? Wenn ich einen Albert kill, droppe ich das nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee. Das ist jetzt natürlich ein bisschen tricky, das Ganze. Ich meine, Riffe gibt es natürlich jetzt viele. Hier sind welche, oder? Warte mal, ist das nur Deko, dass das tatsächlich ein Fisch, den man farmen kann? Hier ist eine unsichtbare Wand. Hier kommt man. Ich glaube, das sind nicht die, die wir brauchen. In the Rivers of Flares. Boah. Also ich meine, der, wie hieß der Fluss? Fuck, ich wusste das mal. Das war so der größte Fluss in Flares. Aber. Nee, es sieht auch nicht nach aus eigentlich. Jetzt haben sich immer viele Event-Mobs und so, aber da ist nicht das zu finden, was ich brauche. Boah, jetzt wird's tricky. Ich weiß nicht, ob die es hier so gemacht haben, dass der Dungeon offen bleibt. Das wäre natürlich jetzt nochmal praktisch. Nee, so hier ist definitiv nichts. In the Rivers of Flares. Also, schauen wir ja Plural. Aber wo soll das bitte sein? Was haben wir noch übersehen? Haben wir irgendwas übersehen vielleicht? Da hinten kommt nichts mehr. Lumi, habe ich auch schon mal gesehen, irgendwo den Namen. Boah, nee, das ist glaube ich kein, doch, das ist Wasser. Das ist aber kein River. Ja. Das ist ein bisschen kritisch. Vielleicht irgendeine Pflanze oder so, oder das ist irgendwie. Im Boden liegt eigentlich auch nichts. Hm.
Hier vielleicht? Aber der Funkel was? Ist das Dinnerfisch? Boah, ich weiß nicht, ob das das ist, was ich jetzt brauche. Sieht halt irgendwie nicht danach aus, irgendwie. Also krass Design und alles, aber das schaut nicht danach aus, als wäre es das. Nee. Nee, das glaube ich ist es nicht. Keine Ahnung, wie man das kriegt. Schauen wir mal, ob hier der Dungeon offen geblieben ist. Oh nee, blieb nicht offen, okay. Gut, also ohne Pillen brauche ich das auf alle Fälle nicht probieren. Wie finde ich jetzt raus, ob ich das brauche, wo ich das herbekomme? Ha. Okay, ich überlege mir mal auf alle Fälle was. Soweit erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.